geht es? Wir wollen jetzt hier wieder raus. Da geht's raus. Dann wollen wir mal gucken, was jetzt passiert. Der Nebel hat sich noch nicht gelichtet. Oh, ich habe so viele Tabs offen, das ist nicht normal. Allein 13 Stück für SBCs. Heftig. Mein armer PC. Der rastet gleich aus. So, wo sind wir jetzt? Irgendwo, wo wir uns heilen können. Standortwechsler 1. Dann müsste es ja jetzt nach Hause gehen. Wobei wir, glaube ich, auf die 8 erstmal müssen. Dann können wir nach Hause. War Standortwechsler 1 nicht nach hier unten? Ach, leck mich doch! Soll ich jetzt den ganzen Weg wieder zurücklaufen? Gibt's da keine Abkürzung oder was? Ist das Spiel jetzt ernsthaft so rotze, dass es keine Abkürzung gibt? Wollt ihr mich jetzt komplett trollen? Okay. Von der 2 geht es auf die... Hoffentlich auf die 3 oder 4, 1. 3. Von der 3 komme ich auf die... Dass man sowas noch im Let's Play zeigen muss. Ich würde gerne weitergehen, aber ich dachte, vielleicht kommt ja ein Video oder sowas. Hm. Okay. Wir kommen von der 2 auf die 3 und dann nicht mehr weiter. Da müssen wir laufen. Dann müssen wir laufen. Okay. Eins, zwei. Der oder der? Wir wollen ja nach oben. Also gehen wir nach oben. Auf die 4. Da geht's nach unten. Hier geht's nach oben. Zur... Nee, noch nicht zu 5. Dann müsste ja jetzt die 6 kommen. Nee, kommt sie nicht. Okay, dann müssen wir den da leider gleich benutzen. Mit der 4 kommen wir zur... Wo haben wir nicht eben schon bei der 5? Jetzt sind wir wieder bei der 5, okay. Wir haben einen Weg nach oben und einen komischen Weg. So, dann müsste ja jetzt die 6 kommen. Können wir uns jetzt zur 7 teleportieren? Oder kommen wir jetzt wieder zurück? Zur 7, okay. Dann müsste ja jetzt gleich die 8 kommen und dann sind wir draußen. Na, der Rückweg ist leichter wieder hinweg. Sagte er und wurde direkt versteinert. Nächste Versteinerung, das ist sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und hier haben wir die 8. Und mit der 8 kommen wir nach draußen. Ein Glück.
Und jetzt auf einmal gibt es sogar auf diesem Areal Gegner. Das finde ich jetzt nicht so schön. Warum gehe ich jetzt hier hinten nochmal hin? Ganz einfach, es gibt so eine Errungenschaft, alles. Da müssen alle Karten frei sein. Und ich versuche jetzt einfach mal, mir es zu ersparen, dass ich hier noch groß hin muss. Deswegen hier einmal schnell durch. So. Guckt, und das war's schon. Auf die Schatztruhen kacke ich jetzt. Die brauche ich jetzt nicht wirklich. Wir sind auf dem richtigen Weg, das ist schön. Ah, ich liebe dieses Mafia. Man kann einfach so schön durchrennen. Fürs Let's Play ist halt nicht ganz so cool, weil man halt von der Landschaft nicht so viel mehr sieht, aber es nimmt so viel Zeit weg, was man hier so verschwenden würde mit Lauferei. Ich liebe es. So, jetzt sind wir wieder hier. Dann müsste jetzt irgendwann mal ein Gelber kommen, oder müssen wir jetzt komplett hier rauslaufen? Ernsthaft? Das Spiel verlangt jetzt, dass ich jetzt hier nochmal komplett das Areal durchqueren muss zum Rauslaufen. Das ist jetzt zum ersten Mal in dem Spiel ein negativer Punkt von mir, weil wenn ich schon hier durchgelaufen bin, um hierher zu kommen, dann habe ich keinen Bock, noch jetzt komplett zurückzulaufen. Ohne Witz. Vorteil ist halt, dass man noch mal ein bisschen levelt, aber wofür? Wenn ich leveln will, dann level ich. Aber dieses gezwungene Leveln finde ich Mist. Nächstes Level ab. Weil wir müssen jetzt noch ein Areal durch und dann kommen wir, glaube ich, nach draußen langsam. Was ist hier los? Na, verlierst du? Nee, nicht ganz, aber war knapp. Unfassbar. Morgen CR7 vielleicht zu ziehen? Fragezeichen. Wenn man Glück hat, ja. Wenn man Pech hat, nein. Ich hoffe nur, dass es kein RM ist oder LM, weil da bin ich überbesetzt. Mertens. Komme ich nicht mit zurecht. Schon ausprobiert. Alle blind. Hätte ich gewusst, dass das so ist, wie es jetzt hier ist, wäre ich
so rausgelaufen. Weil wir laufen denselben Weg wieder zurück, den wir hergekommen sind. So, das haben wir. Also hier waren wir überall. Das ist gut. Müssen wir nämlich nicht nochmal herkommen. Da könnte man irgendwo hin teleportieren. Ach, Penelo. Bist aber auch ein Eierkopf. Es dauert manchmal zu lang mit dem Heilen bei dir. Hier geht's weiter. Weil, wenn wir jetzt schon so einen hässlichen Umweg gelaufen sind, können wir jetzt auch richtig eskalierenden Umwege laufen. Wir werden aber nicht jeden Kampf jetzt mitnehmen. Paraminerschlund. Wenn ich jetzt links gehe, wo komme ich denn überhaupt hin? Bin ich jetzt nicht zurückgelaufen? Nee. Alles gut. Ich will mich wissen, wo es da hingeht. Also muss ich sowieso das Kartenareal hier noch aufdecken. Um nicht nochmal herzukommen. Ihr wisst es, ich hab's ja schon gesagt. Wir müssen jede Karte aufdecken, wenn wir Platin erreichen wollen. Ob ich es mache, weiß ich noch nicht, aber man muss es ja nicht künstlich dann nochmal alles machen, wenn man schon eh dabei ist. Aber da oben ist alles gut, alles gut. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Und jetzt sind wir in den Henna-Minen? Ja, Tatsache. Und warum sind die hier so stark? Warum sind die hier so übel stark? Alter. Alter, ich muss hier raus. Was ist denn das? Diese Fledermäuse machen mich fertig. Habt ihr das jetzt gesehen? Das
die Fledermaus mich auseinandergenommen hat, diese zwei Stück. Soll das... Bin ich zu früh jetzt da gewesen? Was war... Das? Das war... Übel, das war... Das war ekelhaft. Was war das denn? Mich hat eine Fledermaus fertig gemacht. Das darfst du keinem erzählen. Die Fledermaus hat haushoch gewonnen. Okay, Level up. Sehr schön. So ich mir das auch vorstelle. Paramina, Schluchten oder Golmordschungen. Dann war das über die Paramina-Schluchten, wo ich gesagt habe, oh, hier ist ja alles so stark. Balfumheim. Mariam Stillschrein. Okay, dann muss ich sowieso durch den Dschungel. Dann gehen wir gleich da oben lang. Also jetzt ärgere ich mich dann doch, dass ich nicht das orangene Kristallchen genommen habe. Weil ich bin auch der Meinung, dass wir zum Dorf Eld mit dem Teleporter geteleportet sind und dann muss ich sowieso jetzt gleich benutzen. Also war es eigentlich dumm. Ich wollte schlau sein. Wir machen viele LP, dass wir wieder leveln können, aber ich weiß nicht, ob sich das so groß lohnt. Das ist irgendein Glatzkopf gewesen. Die Frage ist halt nur, welcher Glatzkopf? Boah, die Schwachsachen. Franziska! Redders. Wo ist dieser Mann? Soll ich in die Taverne gehen? Oder steht er hier irgendwo doof rum? Ein Trödler. Das sah jetzt aber nichts aus, als ob ich es groß gebrauchen könnte. Da wird's angezeigt. Ganz da hinten. Alles angenommen.
nicht sehr vorbildlich. Muss jetzt nach und nach abgearbeitet werden. Auch wenn ich dafür an Orte muss, wo ich ungern hingehe. Da ist er doch. Nein, das ist er nicht. Ganz hinten ist er. Ships in the water. Send fishing dories if need be, I care not. Glossair engines are as good to us as sky to a fish. Leave what boats have foundered. I want souls saved, not driftwood. Our armada ran afoul of bad water near the Ridorana cataract. All engines stopped a sudden. Becalmed. Trouble with a mist thick as death, it seems. Ich glaube, Redders schließt sich jetzt uns an. I expected airship trouble, not a fleet foundering midst the waves. Tell me of what happened in Girovegon. From the lay of your eyes, I measure all did not go well. Sid, was he false, as I feared? Yes. But we may have caught a glimpse of his true intent. We may now know what it is that Sid searches for. So the day-affected Nithocyte was only a fragment? And these Ocuria I know not and care to know even less. If we strike this Suncrist with the Sword of Kings, no new stone may be born. We say the Suncrist is the source of all Nethocyte's power. If we might break it, the Dusk Shard would be as a thing lifeless. As for the manufactured Nethocyte, who can say? There is another way. We use the Treaty Blade to cut a new stone from the Crist. Use that to fight the Dusk Shard and the manufactured stones. Would you like to know the best use of Nethocyte? Will or nil, I'll tell you. You pick it up and throw it away. Either way, we have to find the Suncrist first, right? Don't we? Across the sea, and a tower on a distant shore. Redis? Familiar words, Vaughn. I saw something of the sort written in some documents I chanced upon during my visit to Draklor. The Naldoan Sea, the Ridorana Cataract, and the Pharos Lighthouse. I sent my fleet to fish out the truth behind these words, and caught trouble. Then proof is ours. This lighthouse on the Naldoan Sea is the tower on the distant shore. The strong mist that becalmed your ships is a grimmer yet clearer sign than any we might hope for. The Suncrist is there. All well and good, but how do we get there? Those seas are in Yacht, as I recall. Try putting this one in your ship. Tis a Skystone made to resist Yacht. More spoils from the Draklor labs, is it? Why not use it yourself? That's just the thing. My ship's a Bezerban model, it will not work. But should it fit the Strahl, she'll fly in Yacht. Lady Ash. I would accompany your highness, if you do not object. I am in your care. But tell me one thing. Why do so much for us? The Nabudis Deadlands. Nabudis was your home? Nay, but a memory forever burned in my heart. Ja, Redas ist dabei. Und jetzt macht's eigentlich auch Sinn, wieder Mob zu jagen. Mobs, kleine Mobschens. Weil wir haben jetzt einen vierten Charakter. Ich weiß gar nicht, ob wir nochmal in dem Spiel einen bekommen. Und der würde uns extrem weiterhelfen jetzt bei schwierigen Gegnern. Heißt, Nebenmission müsste eigentlich jetzt erstmal zur Seite geschoben werden. Und ich glaube, das wäre auch die beste Idee, wenn wir jetzt erstmal wieder Viecher jagen gehen. Aber erstmal gehen wir nach Rabanastre und gucken in den Clan. Weil warum soll ich es mir nicht einfacher machen,
Wenn es halt schon geht. Wenn man ja jetzt einen Gast kriegt, kann man ihn ja auch benutzen. Warum auch nicht? So, jetzt bin ich gespannt, ob es da vielleicht neue Sachen gibt. Wir werden einige Items bekommen von optionalen Bossen. Es gibt auch einen optionalen Boss gleich am Anfang vom Spiel. Wenn man unter 10% ist, kann man in der Wüste, da wo die zwei, was sind das für, diese zwei Tomaten, wenn die, das ist. Welche Wüste ist es denn? Ostwüste? Nee, ja. Nee, hier nicht. Müsste. Westwüste sein. Beim Dino vorbei, oben lang, hinter der Siedlung. Bei der Siedlung links, hoch, eins weiter. Da sind dann zwei Tomaten. Und da ist später, glaube ich, auch diese eine Kiste. Da gibt es dann so eine Kiste, die ist manchmal da, manchmal nicht. Da gibt es ein. Irgend so ein Reif, Diamantreif oder sowas am Anfang, der sehr nützlich sein kann. Und dort ist ein Geist, den kann man mit Phönixfeder besiegen. Da geht man von Level 3 gleich auf 6 und auf 9 und was weiß ich. Also da kann man sehr schnell gut leveln. Jetzt wollen wir aber nicht leveln. Wir wollen jetzt erstmal gucken, ob hier vielleicht was Neues ist. Oder ob wir hier alles durch haben. Und schon haben wir was Neues. Thanatos! Steckbrief Nummer 25. Luftschiff-Terminal. Das ist schön. Der ist dann irgendwo auf dem Flugzeug. Und wird mit Glück. Diabolos! In Bioherba. Das ist schön. Weil da ist, glaube ich, noch einer. Pisco-Dämon. Ich wusste gar nicht, dass hier nochmal so viele Steckbriefe kommen. Wildmorbol. Der könnte ekelhaft werden. Wegen seinem Gift und so weiter. Dorf Eld. Kat Blepus. Garif Heimat. Der würde jetzt zum Beispiel jetzt am meisten Sinn machen, weil ich will in diese Höhle bei der Garif Heimat nochmal gehen und gucken, ob wir diese eine Esper gekriegt haben. Das könnte man dann verbinden. Fabuniel. Boromisage. Okay, jetzt haben wir den einen oder anderen Auftrag mehr. Wir müssen doch bald alle haben. Es gibt, glaube ich, nur 50. Da gibt es 100. Oder 50, 100. Ich weiß es nicht. Ich habe noch nie alle gemacht. So, Clan-Hauptquartier. Jetzt gibt es ganz viele Sachen wahrscheinlich. Mal gucken, welches Level wir jetzt gleich werden. Morblo. Yeah. Ultros. Rang 5. Das hört sich schon nach den fettesten Viechern an.
Unterstadt. Oh nö, nicht da in diese Kanalisation. Trickster. Den habe ich schon mal gemacht. Der war stark. Vor dem habe ich Angst. Okay, wir haben Konkurrenz bei Trickster. Ameisenlöwe. Notfahndung. Auch Bioherber. Da gibt's ja. Da gibt's doch auch diesen einen. Diesen Ritter oder was das auch immer ist. Karotte. Das ist doch keine Karotte, das ist ekelhaft. Albina. Ja, kommt alle mit. Okay, ich kann die also doch noch mal ändern, wenn ich was falsch gemacht habe. Dann werde ich mir mal aufschreiben, was die perfekten Lizenzbretter sind und versuchen mit euch gemeinsam dann eben 100%. Ab und zu mache ich ja Pause, dafür ist das Let's Play noch nicht fertig. Eigentlich wollte ich ja nur die Hauptstory fertig machen, dann weg mit nächstes Spiel. So machen wir jetzt natürlich viel Nebenstuff und es könnte sein, dass wir auf 100% gehen. Ob wir auf Platin auch noch gehen, das wäre wahrscheinlich zu viel. Das würde 100 Stunden und mehr dauern. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht, Leute. Ich weiß es noch nicht. So, da hinten regnet es, also schön. Vielleicht doch nochmal ein Mob zum Schluss der Folge, dann haben wir auch nochmal außer Lauferei ein bisschen was gemacht. Bioherber. Bioherber. Wir haben ja jetzt Hilfe. Deswegen machen wir jetzt die ganzen Sachen. Weil wir haben ja jetzt Hilfe und jetzt ist die Chance, eben mit einem Mitglied mehr die Viecher kaputt zu machen, zu jagen. Vielleicht aus, keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Aber er könnte uns weiterhelfen. Okay. Wo muss ich jetzt hin? Da unten. Okay, ganz nach unten mit dem Mann reden. Noch ein Stückchen. Nein, ich nicht. Ja. Ja. Nach rechts und hier müsste irgendwo sein, vielleicht du. Ja, mit einem Kind verhandeln wir. Flötz 11 Schlüssel. Okay. Die Residenz der bla 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 bla. Wo soll die sein? Atze Anmach. Atze Anmach, das ist auch ein geiler Name. Oh, da musst du zuerst einen Schlüssel. Schwebewolkengasse. Okay.
ganz am Ende der Schwebewolkengasse. In der Residenz. Vielleicht kriegen wir da auch noch den ein oder anderen Auftrag jetzt. Das müssten ja quasi die letzten Aufträge dann sein. Wenn ich nicht noch irgendwo was vergessen habe, was auch immer sein könnte. Pew-Herber-Tropfen. Diebstahl! Der Ameisenlöwe. Kann es sein, dass das auch ein Auftrag ist jetzt? Ja. Flütz 3. Flöz 3. Aber ich will auch in Flöz 11. Die Residenz am Südflügel hier. Ui. Ja, das ist hier gemeint. Und hier müsste ich dann auch noch den Schlüssel zu Flöz 11 kriegen, oder was? Und hier ist die Anschlagtafel. Okay, hier ist jetzt nichts Neues dabei. Okay, jetzt habe ich meine Nabina-Tropfen irgendwie an ihn gegeben. Das ist nicht so schön. Aber hier ist doch... Er hat doch gesagt, hier am Ende der Gasse kriege ich meine Dingens. Den Schlüssel. Aber hier gibt mir keinen Schlüssel. Hier gibt mir gar keinen Schlüssel. Das ist nicht schön. Oder seid ihr das Ende von hier? Das ist noch ein Junge. Und meine Schwester, der die gehört, die ist die Mitglied der Resi. Deren Schwester muss ich wahrscheinlich ansprechen, ne? Der gehört das hier, aber hier ist niemand, der mir was geben will.
nicht, was ich jetzt machen muss. Es ist nicht schön. Das Haus echt zwei Türen? Ernsthaft? Wofür? Keine Ahnung, wir gehen jetzt erstmal in die Henna-Minen. Vielleicht schaffen wir es ja, den Dings zu besiegen. Wir haben ja Flötschlüssel 3 gekriegt. Vielleicht muss man ja erst den Quest machen, um dann zu 11 zu kommen. Keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung, Leute. Ich würde gerne halt alles auf einmal machen. Aber anscheinend will das Spiel das nicht. Also jetzt hier groß trainieren oder so brauchen wir nicht. Wir sind mehr als... Ich sehe das... Elrond. Gibt der mir vielleicht den Schlüssel? Oder ist das von dieser Junge, der weggerannt ist? Und warum rennt er vor uns weg? Das flötzt. 9. Wo ist eigentlich Flöz 11? Hä? Hat er nicht Flöz 11 gesagt, der eine? Der Junge hat von Flöz 11 gesagt. Hier ist noch nicht mal Flöz 11 oder sowas. Und wie kommt der andere ohne Schlüssel in Flöz 3? So viele Fragen. Wie kann er um die Ecke schießen? Das macht alles keinen Sinn. Ich versuche einfach nur durchzurennen, weil ihr seht es. Das sind alles One-Shots und da habe ich keine Lust drauf. Also ich brauche Flöz 3, um hier weiterzukommen. Und jetzt scheint hier Stärkeres zu warten. Aber irgendwie ist das auch nicht das Wahre. Stärker ja, stark nein. Und was machen wir jetzt? Das Vieh ist nicht da. Der Ameisenlöwe ist nicht da. Wo ist er? Okay, hier geht es aber noch irgendwo weiter. Hier geht's höher. Wir wollen Richtung Ameisenlöwe. Egal wie. Boah. Ash hat's erwischt. Wird aber von Redders wiedergeholt. Hat sich schon gelohnt, ihn zu mitzunehmen. So, und jetzt müsste er kommen. Und hier ist keiner. Koganin. Alter. Schutzengel heilt sofort, der andere heilt so, naja. Wir haben doch Jagd auf, keine Ahnung, wie der heißt.
Ameisenlöwe. Der Ameisenlöwe ist da. Warum kriege ich einen Schlüssel für Flöz 3, wenn der dann in Flöz 9 ist? Das macht keinen Sinn, Spiel. Wofür muss ich dann einen Schlüssel für 3 haben, wenn ich in die 9 will? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und das regt mich sogar auf, weil es dumm ist. Und ich glaube, ich muss aber hier oben lang, oder? Kann es sein, dass ich hier lang muss? Und dann da runter? Also brauche ich das Flöz 3, um diesen Umweg zu laufen, oder was? Und das ist die einzigste Methode, um da runterzukommen? Das will mir jetzt das Spiel tatsächlich sagen. Weil das Tor da ja zu war, da kam er ja am Anfang nicht durch. Jetzt ist es auf. Also im Rückblick nehmen wir die Abkürzung. Aber ich bin immer noch der Meinung, der eine hat Flöz 11 gesagt. So, Junge, wo bist du? Ich habe viel längere Füße wie du. Du musst doch hier irgendwo sein. Und hier unten ist, glaube ich, auch der Gilgamesch. Später. Jetzt noch nicht. Noch mehr Kohle. Da ist ein Ameisenlöwe, aber nicht der, den wir wollen. Aber wir sind jetzt im Areal der Ameisenlöwen. Das heißt, wir sind richtig. Wir sind richtig und sterben als... Also diese Fallen sind schon böse. Und da ist er! Wie wär's, wenn du Ash zurückholst? Hol sie doch! Nein! Hol sie! Du bist so zu gebrauchen. Alter! Er lässt einfach alle sterben. Sieg über Ameisenlöwe. Eigentlich wollten wir den anderen machen. Jetzt haben wir den Ameisenlöwen gemacht. Heftig. Wer hätte das gedacht? Was ist hier los? Wir haben das Kind gerettet. Das war viel wichtiger. Ist er tot? Wir haben das Kind gerettet. Ich wollte zwar das andere machen, aber wir haben einen Jungen gerettet. Und der hat jetzt den Flöz 13? Bruder. Gibt's noch einen Schlüssel? Und der hat gerade gesagt, dass ihm irgendein Schlüssel hier runtergefallen ist. Ernsthaft? Du willst mir jetzt erzählen, dass
du irgendeinen wichtigen Schlüssel, den ich eventuell gebrauchen könnte, hier runterfallen lassen hast? Und hier fehlt jetzt der Flöz 11 Schlüssel. Also doch Flöz 11. Dann hätte ich das jetzt alles in einem Rutsch machen können. Und weil dieser kleine Junge keine Ahnung mehr hat, wo dieser Schlüssel ist, kann ich es jetzt nicht tun. Im Grunde ist dieser kleine Junge jetzt schuld an allem. Aber ich hatte das vorher aufgemacht. Ich kann jetzt einfach hier geradeaus laufen. Das heißt, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist, wenn ich hier nochmal rein muss. Jo, aber wie kriege ich jetzt den Schlüssel? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht kriegen wir den von der Mutter. Aber der Junge hat den doch da runtergeschmissen. Wie soll ich dann jemals da wieder drankommen? Keine Ahnung. Ich weiß nur, wir müssen jetzt den Auftrag abgeben. Ich hab jetzt richtig gelaufen oder bin ich jetzt hier gelaufen, wo ich vorhin was gesucht habe? Ja! Hier habe ich doch den Schlüssel gesucht. Aber es ist schon mit einem Mann mehr extrem leicht, da muss man ganz ehrlich sagen. So, nächster Mob ist besiegt. Da ist er doch. Meine Kinder sind zurück. Gib mir jetzt den Schlüssel. Gib mir doch einfach nur den Schlüssel. Okay, und jetzt... Hier, keine Ahnung. Miglio. Ich habe das verwechselt. Und dabei war ich vorhin schon mal hier. Das Schlimme ist, ich war ja vorhin schon mal bei ihm. Na? Wo ist der Junge jetzt hin? Da! Du hast doch bestimmt was für mich. Arsch. Res
Residenz des Diras. Residenz des Diras. Okay. Die Residenz des Tieres. Wo soll die auch immer jetzt hier sein? Am Südende. Diese Tropfen stehen immer hier. Ich kann immer besoffen machen, oder was? Bestimmt das hässliche Haus hier, aber ich habe keine Ahnung, wie ich da dran komme. Keine Ahnung, Leute. Keine Ahnung.